Meine lieben Leute, die EM-News stehen an. Heute blickt man natürlich auf das Duell zwischen Deutschland und Polen, das im Stade de France steigt. Die weiteren Themen: mit Paradeschlappen aus der Startelf geflogen, Bildprobleme bei der ARD und weitere Randale der englischen Fans mit möglichen Konsequenzen. Beim Bäcker gibt's ja jedes Mal pünktlich zu großen Fußballturnieren so ganz spezielle Brote. So eins habe ich bis jetzt aber wirklich noch nie gesehen. Das Dresdner Backhaus hat nämlich ein dreifarbiges Brot entwickelt, natürlich in Schwarz, Rot, Gold. Gut, das schaut schon ziemlich verbrannt aus, ist es aber nicht. Für die Farben sorgen nämlich drei Zusatzstoffe: Bambuskohle, Curry und Paprikapulver. Mich würde es mal interessieren, wie das Brot schmeckt. Vielleicht bestelle ich es mir ja. So richtig geschmeckt hat Cristiano Ronaldo das Unentschieden gegen Island nicht. Erst verweigerte er mit Kapitän Aron Gunnarsson den Trikottausch und dann trat er auch nochmal verbal nach. Zitat: die haben gefeiert, als hätten sie gerade die Champions League gewonnen. Das zeugt von keiner Mentalität, deswegen werden sie auch nichts erreichen. Wie bewertet ihr denn diese Aussage? Könnt ihr es nachvollziehen oder da einfach nur mit dem Kopf schütteln? Eure Meinung mal in die Comments. Mit Badeschlappen zu spät zum Abendessen kommen. Zwei Strikes für den Star der Franzosen Paul Pogba. Hier auf YouTube kannst du mit zwei Strikes eigentlich deinen Kanal so gut wie dicht machen und in der französischen Nationalmannschaft verlierst du damit deinen Stammplatz. Trainer Didier Deschamps legt sehr, sehr viel Wert auf Disziplin und da hat ihn Pogba wohl enttäuscht. Beim Spiel gestern Abend gegen Albanien haben die Franzosen wirklich sehr, sehr lange gezittert. Emotionen pur, 90. Minute und jeder rastet aus, weil Antoine Griezmann den Ball ins Tor köpft. In den letzten Sekunden dann auch noch das 2:0 von Payet und damit ist in Gruppe A alles so gut wie fix. Die Schweiz und Rumänien trennten sich 1:1 unentschieden, im schlimmsten Fall könnte die Schweiz also noch auf Platz 3 rutschen, wäre aber höchstwahrscheinlich durch diese neue Zusatzregel im Achtelfinale mit dabei. Und wenn wir schon beim Achtelfinale sind, Frankreich ist ganz sicher mit dabei. Beim Duell zwischen Russland und der Slowakei bin ich mir irgendwie total betrunken vorgekommen. Ja, und das schon um 15 Uhr. Das Bild in der ARD war bei weitem nicht HD, sondern komplett verschwommen. Auf Twitter gab es dazu einige lustige Kommentare, zum Beispiel der hier: wollte schon einen Termin beim Augenarzt machen, liegt aber an der schlechten Bildqualität aus Lille. Oder: das schlechte HD-Bild ist die Rache der UEFA an der ARD für die Beschwerde über die Zensur der Bilder. Gut, das SD-Bild war zwar okay, aber ganz ehrlich, so unter uns, das ist auch nur ein Pixelsalat. Später war es dann aber okay. Am Ende gewann die Slowakei gegen Russland mit 2:1. Wieder mal ein leidiges Thema, und zwar die Hooligans. In Lille hat es gestern wieder Probleme gegeben, und zwar mit englischen Fans. Die sangen angeblich: Russia is going home it's going. Und provozierten damit natürlich die russischen Fans. Die Polizei hatte wirklich große Probleme, beide Fanlager voneinander zu trennen und musste dann sogar Tränengas einsetzen. Um jetzt einen anderen Fangesang anzustimmen: England is going home it's going. Neben Russland spielt hier auch England nur auf Bewährung. Es hieß, sollte so etwas noch einmal passieren, droht der Rauswurf. Heute steht aber noch ein Spiel der Engländer an, und zwar gegen Wales. Anstoß ist um 15 Uhr. Deutschland gegen Polen. Heute geht's im Stade de France in Paris um den Gruppensieg. Eins vorweg: im deutschen Team ist jeder fit, auch Mats Hummels. Ob er aber von Beginn an spielen wird, weiß man nicht so genau. Jogi Löw will auf jeden Fall kein Risiko eingehen. Ach, und wenn wir schon bei unserem Bundesjogi sind: er hat sich für das Hosengate entschuldigt. Er sei voller Adrenalin gewesen und hätte so gar nicht gemerkt, was er da gemacht hat. Er will sich jetzt aber an der Seitenlinie anders verhalten. Meine Frage, und vielleicht kann er mir die auch direkt selbst beantworten: warum hat er sich dafür jetzt entschuldigt? Was ist daran bitte schlimm gewesen? Klar, ich fand's auch lustig, aber hey, ein Al Bundy hatte seine Hand die ganze Zeit in der Hose. Gott, ich hoffe, ihr kennt noch Al Bundy. Vor 7 Monaten war das deutsche Team zum letzten Mal im Stade de France. Ihr wisst es ja mit Sicherheit, es war das Freundschaftsspiel gegen Frankreich an dem Abend der Terroranschläge in Paris. Unsicher fühlt sich keiner, trotzdem stecken die Erinnerungen natürlich noch in den Hinterköpfen. Das hat Löw hier auch nochmal klargestellt. Er sieht Polen als stärksten Gruppengegner. Anstoß ist um 21 Uhr.
Schon davor spielt die Ukraine gegen Nordirland. Beide Teams müssen gewinnen, weil sie ihr Auftaktspiel ja verloren hatten. Geht natürlich nicht, maximal gibt's am Ende einen Gewinner. Los geht's um 18 Uhr. Eins will ich jetzt mal von euch wissen. Wie wird das Spiel zwischen Deutschland und Polen ausgehen? Haut euren Tipp mal in die Kommentare. Solltet ihr heute zum ersten Mal auf den Kanal gestoßen sein, klickt doch auf den Abo-Button da unten. Würde mich mega freuen und so verpasst ihr auch während der EM kein einziges Video. Wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich, denn ich fühle mich hundsmiserabel. Habe jetzt auch dieses Video, glaube ich, in 5 verschiedenen Takes abdrehen müssen, also 5-mal so lang wie sonst. Oh Gott, naja, wie auch immer. Ich lege mich jetzt ins Bett, ich wünsche euch alles Gute und ciao.